Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute ein Kurzvideo über die Neuigkeiten vom Bahnhofsbau. Und zwar hier bei D8 geht's weiter. Die Schwindgasse, die über die beiden Webcams ein bisschen verteilt ist. Hier oben ist es ja klar zu sehen, zwischen welchen Kehlstützen sie verläuft. Haben wir ja früher schon mal besprochen, immer die Hälfte von dem Vollkelch, der nicht am Rand ist. Und das kann man hier nicht sehen, aber vom Turm das Video heute habt ihr vielleicht schon gesehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Drehgenehmigung. Hatte ich im anderen Video ganz vergessen. Ja, und dann kann man hier noch sehen, was ich beim Turmvideo angesprochen habe. Der Baustahl legt sich drüber über diese von unten Vertiefungen für die Oberlichter, aber hier sieht man noch deutlich die Struktur. Und auf dem anderen, auf der Schalungsübersicht, kann man das besser sehen, warum man den D7 und D8 jetzt eigentlich schließen kann, besonders D8. Und da hinten, ja, da braucht man noch ein bisschen die Schwindgassen offen für die Betonpumpe. Jetzt erst noch der Blick von der alten Bahndirektion. Da habe ich jetzt alles ausgemalt. So hat man in der anderen Folie auch schon gesehen, denn D15 ist jetzt vollständig geschlossen von der Schalung. Und hier ist auch schon ein bisschen von D14 angefangen. Und ich nehme an, weil Platz war und die Schalungen sind da, haben wir schon mal hingelegt. Und man wird nur den Baustahl für D15 verlegen, aber der ragt ja in D14 rein. Und da ist nämlich angenehmer, wenn die Anschlussschalung schon da liegt. Und hier wird dann Platz sein für die Pumpe. Ja, da gab es schon den Feinschliff auf den D15-Schalungen. Die sind jetzt neu angelegt, also da geht es jetzt ran. Und wenn das fertig ist, ja, dann kann man die 14 auch schließen bis zum Kran. Denn hier ist ja alles fertig an Kelchstützen. Erst bei D13. Hier ist die Markierung. Ach, das war jetzt eins zu viel. Da und bei D12, da braucht es natürlich ja schon wieder. Noch erstmal K23 fertig und auf dieser Seite hier braucht man noch den Platz, um hier die Deckenplatten zu betonieren. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Hier kann man schon ein bisschen durchschauen und hier oben sieht man deutlich die Struktur. Also diese beiden Halbovale werden jetzt angegangen. Gerüstaufbau. Also ich glaube auch das hier, denn man sieht hier so Struktur. Und es ist hier auch genug von den Holzkanten gelagert, von den Hölzern, die dann quer drauf gelegt werden und dann die Schalung drauf. Und R8 wird auch noch fleißig gearbeitet, haben wir in der anderen Folie gar nicht so besprochen. Jetzt noch die Schalungsübersicht. Also die habe ich jetzt ausgemalt und das hier alles ausgemalt und das hier und hier die 8. Ja und D7. Also diese Deckenplatte kann man ja gut von hier betonieren. Aber falls doch von hier betoniert werden soll, dann noch das Stück für D7. Ansonsten könnten die Schwindgassen bis hier geschlossen werden. Und da bin ich sicher, wird auch wieder nur die Hälfte erstmal gemacht. Also erst das Außenelement, dann bis zur Hälfte. Denn man muss ja, ja, man blockiert den kompletten Baustellenbereich, wenn man alles reinlegt.
Das war's schon wieder für heute. Kurz Update. Ach so, ja, es gibt beim Flughafen eine aktualisierte Folie, diese PDF vom 27. Aber es hat sich an den Werten und an der Grafik nichts geändert. Deswegen habe ich es jetzt nicht aktualisiert mit reingenommen. Also ich habe sie reingenommen, aber ich wollte sie gar nicht zeigen. Ich habe hier also keinen Unterschied gemerkt zu dem 13. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.